Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem weiteren Kapitel auf Orchideen-Hobby.de, und zwar die Gattung Cattleya. Circa 130 Arten enthält diese Gattung. Klingt jetzt nicht ganz so groß, aber es gibt zahlreiche Züchtungen und die sind ja sehr nah verwandt, zum Beispiel mit Enzyklia oder mit Laea. Bedeutet, die kann man alle miteinander verkreuzen und verwursteln. Und dann kommt noch viel, viel mehr dabei heraus. Ich habe hier ein paar Pflanzen organisiert, gekauft, bestellt, extra für diese neue Serie auf orchideenhobby.de. Das heißt, in den nächsten Videos werde ich euch erklären, wie ich die einpflanze, wie ich die pflege, wo ich die rausstelle, ob ich die im Sommer hier draußen stehen lasse und auf sich alleine gestellt lasse. Das alles erfahrt ihr in den zukünftigen Videos. Und ich habe gedacht, in diesem Video stelle ich euch zwei, drei Pflanzen vor, alle nicht. Die gibt es dann peu à peu in den nächsten Videos. Welche diese alle sind, findet ihr auf orchideenhobby.de schon. Da ist schon der neueste Artikel genau mit den Sortenbezeichnungen zu diesen Pflanzen enthalten. Gleich ein Hinweis dazu. Die wurden alle als blühfähig verkauft, das heißt über kurz oder lang, vor allem weil die jetzt auch so gut wie alle Neutriebe ausbilden, werden wir hier Blüten sehen. Das heißt, es wird sehr, sehr spannend in den zukünftigen Videos. Spannend wird es auch, weil hier steht ein großer Karton. Ich habe euch ja schon im letzten Video gesagt, der Paketbote muss schwer schleppen. Der musste so schwer schleppen, dass er erst vor ein paar Tagen angekommen, also 3 Tage Verspätung. Und ihr wisst, nur ein scharfes Messer schneidet besser. Und deswegen schneiden wir hier mal auf, dass ich hier an diesen Inhalt komme, der mir von Colomi zugeschickt worden ist. Schauen wir mal. So, ihr seht hier Colomi, und genau das wird es dann auch sein im nächsten Video, das ich dann auch direkt im Anschluss an dieses Video erstelle, werde ich die Pflanzen hier in so ein Glas einpflanzen. Ich habe mich jetzt für ein Marmeladenglas entschieden. Oh, da habe ich schon gekleckert. Ich fand eigentlich, dass es von der Größe her entspricht das dem ursprünglichen Topf am meisten. Und mit Cattleya bzw. Artverwandte in Colomi habe ich ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Diese Laea hat hier einen richtig kräftigen Neutrieb ausgebildet, wo ich von ausgehe, dass der dann auch dieses Jahr zum Blühen kommen wird. Sehr, sehr spannendes Thema also. Und wenn ihr so Marmeladengläser nimmt und die von Hand spült, ist es eigentlich nicht so schlimm. Wenn sie in der Spülmaschine mit Klarspüler sind, würde ich sie hinterher nochmal ausspülen. Nicht, dass da irgendwelche Reste sind, dass die Pflanze dann Schaden nimmt. Genau, kommen wir auf die zwei, drei Arten, die ich jetzt hier in diesem Video ansprechen wollte. Das sind jetzt nicht unbedingt ganz besondere Arten oder sowas. Die sind alle insgesamt sehr, sehr interessant. Aber ich finde, man kann die einfach mal zeigen. Hier, das ist eine kleine Little Sun Yung Min Golden Boy, glaube ich, heißt sie Golden Boy. Hier seht ihr, die hat einen schönen neuen Austrieb. Ihr seht auch, die ist in diesem typisch asiatischen einfachen Anzuchttöpfchen. Das heißt, die werden auf jeden Fall umgetopft. Die hier ist zum Beispiel in, man sieht es vielleicht nicht, Sprachfehler, Sphagnummoos, gar nicht so einfaches Wort, eingepflanzt. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall mit dem Umtopfen. Ihr seht schon auch im Vergleich zu, wo sind die große, komm mal her, du großes Kätzchen. Genau, im Gegensatz, hey, nicht umfalle hier, das habe ich nicht gesagt. Ah, die ist noch größer, deswegen, die ist beleidigt gewesen. Hey, zeig doch mich, sonst schmeiße ich mich hier gleich hin. Na komm. So, ihr seht hier, im Gegensatz zur Golden Boy hier, ist die Siang Yung Gold Coast deutlich größer. Und im Normalfall ist es bei Cattleya so, wenn ein Neutrieb kommt, sollte der größer sein als der vorangehende oder mindestens gleich groß, dann geht es der Pflanze gut. Ist der neue Neutrieb kleiner, dann stimmt irgendwas in der Kultur nicht. Und das kann man hier eigentlich bei dieser Pflanze ganz gut erkennen. Hier ein kleiner, na halt, das war der erste vermutlich. Der kleine ist wahrscheinlich der jüngste oder älteste Trieb. Dann
kam ein deutlich größerer, dann ein richtig großer und dann seht ihr hier, kommt der Austrieb, der Neuaustrieb und dann ist das richtig, richtig eine feine, tolle Sache. Kommen wir zu einer weiteren, das ist die LC Aloha Case. Das ist eine, die mit einer richtig schön hübschen rosa-violetten Blüte blüht. Das wird auch sehr, sehr spannend. Das heißt, wir haben hier jetzt schon Gelb, Gold, also Orange, Gold und Rosa. Dann, was haben wir hier? Louis Joyance, irgendwie so. Kann ich nicht ganz lesen. Wie gesagt, das kommt in den einzelnen Videos. Wo habe ich denn noch eine coole hier? Ich muss hier doch noch eine coole haben. Sind eigentlich alle cool? Weil sonst hätte ich sie mir... Irgendwas ist umgefallen. Sonst hätte ich sie mir nicht bestellt. Oh, die ist auch geil. Die Tree Star Bouquet Purple. Das heißt, wir haben eine lila. Ne? Und hier sieht man es auch nochmal ganz deutlich. Der älteste Trieb ist der kleinste. Und schaut mal im Verhältnis dazu, wie groß der neueste Trieb ist. Das ist eine 1, 2, Dreifachung. Eine Verdreifachung. Und das heißt, der Pflanze geht es richtig gut. Man sieht es auch, die Wurzeln richtig kräftig. Und ich denke mal, das könnte sich sehr, sehr gut entwickeln. Sehr, sehr spannend. Ja, gibt es noch irgendwas Spannendes? Ich denke, das mache ich in den nächsten Videos. Wichtig ist, dazu komme ich noch, wir sehen ja hier, die Pflanze hat Neutriebe. Ja, die bildet hier 1, 2 Neutriebe aus. Und bei diesen sympodial wachsenden Orchideen bedeutet Neutrieb auch neuer Wurzelaustrieb. Logisch, weil die wachsen ja mit jedem neuen Trieb praktisch weiter und der alte stirbt irgendwann mal ab. Und bedeutet, jetzt ist der beste Zeitpunkt, die Pflanzen umzutopfen, denn die können sich richtig einwurzeln. Und wie wir die einpflanzen, umtopfen und wie auch immer, zeigen wir oder zeige ich wir. Ihr kommentiert natürlich und abonniert und unterstützt das Projekt, damit das noch weiter wachsen kann. Aber ich zeige euch explizit, wie man das macht. Genau. Und deswegen packe ich die hier schon aus und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das Projekt könnt ihr unterstützen, entweder mit einer Kanalmitgliedschaft oder indem ihr auf die Webseite geht und einen Kaffee ausgibt oder da unten auf das Herzchen drückt und Danke sagt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.